Bei euch bekommt jeder selber einen pro Haushalt. Ist auch nicht verkehrt. So. Jetzt geht's aber in-game. Nämlich in Xenoblade Chronicles 2. Da haben wir nämlich im letzten Stream, obwohl er wieder ein bisschen länger gedauert hat, ich glaube, der ging an die 4 Stunden, nicht viel in der Story gemacht. Wir sind zu Bauers Onkel Umon gegangen, einem Schiffarchitekten oder Ingenieur, wie es aussieht, der uns helfen sollte, Gormor zu verlassen. Aber ihm haben die Teile gefehlt, um das Schiff zu reparieren, also haben wir das gesucht und haben uns auf Gormod verloren. Okay, haben wir zugegebenerweise schon vorher, haben uns viel mit Nebenquests rumgeschlagen und generell die schöne Landschaft auf uns wirken lassen, schöne Gespräche geführt, würde ich auch sagen. Und beim Suchen für die Teile, ja, hatten wir einen besonderen Kernkristall gefunden, nämlich der Klinge Elektra. Unsere erste einzigartige Klinge, die aus dem Kernkristall kam. Und mit dieser Klinge hatten wir dann auch tatsächlich relativ schnell ihre Nebenquest gefunden. Nämlich, die hat nämlich davon gehandelt, dass sie ihre elektrischen Fähigkeiten schlecht unter Kontrolle hat, deswegen weggelaufen ist. Und wir mussten ihr hinterherjagen. Währenddessen haben wir tatsächlich noch was anderes gesucht, was weggelaufen ist. Nämlich einen Titan, der das Schiff, das von Umon jetzt repariert wurde, tragen sollte. Also bewegen wir uns dann weiter auf der Suche nach diesem Titan. Das Wii U-Netzteil wäre echt nice. Netzteil in der Mitte und haben einen elastischen Kabel dran und schmale Stecker für Steckdose. Oh ja, das ist genau das, was ich sehen wollen würde, um ehrlich zu sein, von dem Netzteil. Bin ich ganz ehrlich. Und soll ich euch sagen, was interessant ist? Während ich jetzt bei meinen Eltern war, habe ich sehr viel Ocarina of Time, Majora's Mask gespielt, weil ich das endlich mal nachholen wollte. Weil ich habe Majora's Mask tatsächlich nie gespielt oder nie durchgespielt. Und deswegen war ich gerade so verwirrt, wie man kann die Kamera bewegen. Ja, und Elektra war meine erste seltene Klinge. Ich habe generell, glaube ich, in meinem anderen Spielstand alle Klingenquests gemacht, bin mir da aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Außer von einer Klinge, die mir gefehlt hat, glaube ich. Ich glaube, das war Kosmos oder so, aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt schauen wir erstmal hier, ob wir mehr Glück haben mit den Antriebs. Wie heißen die nochmal? Brauchen wir auf jeden Fall zur Kranreparatur. Antriebsfedern oder so, Antriebsräder oder irgendwie so hieß das. Okay, nicht dabei. Mist. Warte, wieso habe ich Elektra wieder vorne? Aber was halt irgendwie so ein bisschen ein Problem ist, dass ich jetzt Elektra auf Wax habe als Klinge. Und das Problem daran ist, so ein bisschen, einmal hat man eine Damage-Klinge, die nicht tanken will, und einmal eine Tank-Klinge, die natürlich alle Angriffe auf sich zieht, was irgendwie nicht die beste Kombination ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, man kann damit arbeiten. Ey Nachtigall, wie geht's? Ja stimmt, wir haben uns schon länger nicht mehr gehört. Weiß nicht, ich war jetzt auch die letzten 5 Tage nicht mehr online, weder hier noch auf Discord, also. Da ist es kein Wunder, wenn man nichts von mir hört. Also ich habe auf meinem eigenen Server geschrieben, aber
und auf Sachen geantwortet, aber mehr war da auch nicht drin, um ehrlich zu sein. Cosmo ist leider die seltenste Klinge im Spiel. Bis auf die New Game Plus Klingen fehlt mir noch Finch, der kleine grüne Vogel. Ah, doch, den hatte ich. Es gibt ja auch noch die New Game Plus Klingen. Das habe ich ja ganz vergessen. Ja, die hatte ich auch nicht. Die hatte ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Wirklich zu dumm. Wenn nur jemand hier wäre, der sich gut mit Elektrizität auskennt. Vielleicht ja. Vielleicht. Ja, ich denke, das müsste funktionieren. Gibt's hier irgendein Problem? Kann man sagen, in diesem Tümpel haben sich Parasiten breit gemacht, die den armen Fischen zu schaffen machen. Ich weiß nicht, was da stand, aber zu schaffen machen trifft es wahrscheinlich gut. Insektenvernichtungsmittel können wir aber nicht einsetzen, da das den vielen kleinen Fischen schaden würde. Beim schwachen elektrischen Stromfluss könnte man die Parasiten vielleicht alle auf einmal abtöten. Leider kenne ich niemanden, der... ich weiß nicht wieso, aber irgendwas sagt mir, dass du dich sowas gut auskennst. Ist es diese wie ein Blitz aussehende Strähne auf dem Kopf? Also, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein Indikator, dass sie was mit Elektro zu tun hat. Oder einfach diese Elektrokugeln um sie herum, wie dieser eine Donnergott aus One Piece. Ine hieß der, glaube ich. Ich kann mich noch erinnern, das Kind gesehen zu haben, aber ja gut, dass ich sie folgendes erst mal gesehen habe, ist auch 12 Jahre her, glaube ich. Aber naja, erstmal weiter. Das ist ja also aufgefallen, ja? Ich glaube, du bekommst das hin, die Parasiten zu vernichten, ohne dabei den armen Fischen weh zu tun. Naja, ich bin nicht gerade für mein Feingefühl bekannt. Gut möglich, dass ich den Fischen dabei auch einen Schlag verpasse. Hab dich doch nicht so, versuch's wenigstens mal. Okay, nein. Hier komme ich leider noch nicht weiter mit ihr. Verdammt, ich krieg's einfach nicht hin. Tut mir echt leid, aber ich will nicht, dass plötzlich alle Fische mit dem Bauch nach oben schwimmen. Oh, interessant, interessant. Ja, ich muss sagen, das mit, es ist sicher Enels Tochter, genau. Ich wollte die Mass Effect Reihe ja auch immer noch spielen, nur die Sache ist, ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Das war übrigens auch eine der Sachen, wo ich dann lieber nicht reingegangen war bei Discord, als ich gesehen habe, du überträgst Mass Effect und ich wollte dann nicht, dass, weil ich weiß, dass du mich nicht spoilern willst, habe ich so gedacht, dann gehe ich jetzt mal nicht rein, damit du nicht wegen mir aufhören müsstest, sozusagen. Oder weil das wäre dann irgendwie awkward gewesen, wenn ich da reingejoint wäre. Deswegen habe ich das gelassen. Aber das war ein-, zweimal so. Die anderen Male hatte ich meistens eh keine Zeit. Im Gasthaus Heimprise bieten wir erholsame Übernachtung ganz im Einklang mit der Natur. Ein langer Aufenthalt. Wir müssen schauen, dass das Wolken... Oh, ja. Komm, 16 kann man schon machen. 16 kann man schon machen. Mit allen Charakteren 16. Dann haben wir vielleicht auch mal gegen den Scharfschützen Goff eine Chance. Aber jetzt bist du sowieso so gut wie durch. Achso, na dann. Dann ist ja gut. Umon-Schiff. Aber erstmal werden wir eine kleine Reise nach Argentum machen, weil anscheinend gibt es da auch noch etwas für Elektra. Oder zumindest von Elektras Quest, was wir noch machen können. Also von ihrer Questline. Weil generell hat uns Xenoblade 2, soweit ich weiß, jede einzigartige Klinge, die man nicht innerhalb der Story bekommt, hat eine eigene Nebenquestline. Und das hier ist praktisch die erste, die wir in der Richtung haben mit, Treasure acquired. Calm your mind. Mit Elektra. Das ist eine Sache, die eigentlich, ganz nette Sache. Es gibt den Klingen halt auch einfach mehr Charakter. Und ich glaube, das ist auch so eine der Sachen, wieso man das so gemacht hat. Und ich muss sagen, gefällt mir, um ehrlich zu sein.
Was die Albers Lieblingskategorie Getränke. Und Heimat bewegen jetzt. Du wirst wahrscheinlich demnächst eher Skyrim übertragen. Das ist gut. Er macht mir nicht ausgespoilert zu werden. Weil ich nicht vorhab, Skyrim jemals weiterzuspielen. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe mittlerweile bei mehr Skyrim zugesehen als selbst gespielt. Und ich habe irgendwie 20 Stunden in dem Spiel, glaube ich. Vielleicht sollte ich auch erstmal das machen, wofür ich eigentlich hier hingekommen bin. Hab gehört, das soll eine gute Idee sein. Und hier ist alles gut soweit, das ist schön. Seltsame Maschine. Oh, okay. Elektroelement 10. Da muss ich ja 10.000 Elektroklingen mit mir führen. Oh, ich habe jetzt die Dialogbox nicht vorgelesen. Mein Vater sagt, sie wären nicht kaputt. Oder so. Er hat nur keine Ahnung, was man damit machen könnte. Angeblich funktionieren vier dieser Maschinen wieder, wenn sie Blitzenergie abbekommen. Aber in Agentum gibt es niemanden, der genug Blitzenergie hat. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal einen Versuch wagen. Und das ist halt hier so ein bisschen Klassiker bei Open-World-Spielen. Den Effekt, den wir gerade beobachten können, sozusagen. Nämlich, dass man so denkt, hey, ich gehe hierhin dafür. Und man macht eigentlich was komplett anderes. Weil jetzt bin ich auf einmal dran, Pyra zu leveln, damit sie mehr Konzentration hat. Oder ein höheres Level an Konzentration, damit wir den Schatz aufmachen können. Solche schönen Sachen halt, ne? Lobbon-Wissen Stufe 2. Hm. Und ich muss gucken, dass ich auch das richtige Menü öffne. Das scheint hier auch nicht so irrelevant zu sein. Sagt ihr und öffnet permanent das falsche Menü. So, ich bin alle drei Menüs durch. Das hier ist jetzt dann das richtige. So, du hast... Ne, sie hat nichts dazu bekommen, aber Poppy. Lalala. So, und damit und Taschenitems der Typ Getränks. Having this makes me real happy. Oh nee, es muss bei Pyra ein bestimmtes Getränk sein. Aber bei Pyra? Ah, okay. Manchmal muss man darauf aufpassen, was da genau steht. Weil das ist hier so ein bisschen tricky. Ich muss praktisch jetzt mehrere Getränke ausprobieren. Und dann schauen, welches davon ist, das Pyra sucht sozusagen. Deswegen geht es nochmal zurück nach Tauigoth, wo wir gerade schon angefangen haben. Und übrigens, falls ihr euch überlegt habt, gerade eben gefragt habt, warum ich in dem Inn geschlafen habe oder halt im Gasthaus. Das liegt daran, dass ich die Wolkensee anheben musste, um den Titan zu finden, der entlaufen ist, sozusagen. Ich werde auch mal meinen Questmarker ändern. Weil. Nee, zu Umon-Schiff, genau. Das ist jetzt meine aktive Quest. Damit wir auch endlich das tun können, was im Titel steht. Nämlich mal von Gormod wegkommen. Für die Leute, die im letzten Stream dabei waren, ihr könnt euch sicher daran erinnern, dass das schon im letzten Stream-Titel stand. Und da haben wir praktisch keine Hauptquest gemacht. Ich öffne wirklich immer wieder das falsche Menü. Und eventuell wird das genauso weiterlaufen, aber ich weiß noch nicht. Wie geht's mir selbst? Mir geht's gut. Ich hatte erholsame Tage jetzt bei meinen Eltern. War ja mehr oder weniger mein Urlaub sozusagen. Okay, das ist das Mineralwasser. Nein, das auch nicht. Vielleicht der Gormotone-Stäb. Nee. Wir können anscheinend das Getränk, das Pyra will, uns noch nicht kaufen. Wenn das so ist, gehen wir mal hier Richtung Quest, wo auch immer das sein wird. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht.
Was, du machst das, was im Titel steht? Ja, ich weiß, Möppi. Schockierend. Es würde auch nicht regelmäßig vorkommen, keine Sorge. We're here. Let's rock and vote. Also, ich denke halt, um ehrlich zu sein, ich werde mich viel ablenken. Also, viel ablenken lassen in diesem Spiel. Aber das ist dann halt auch nochmal ein authentisches Playthrough, wenn ich mal so sagen würde. Weil das ist eben, wie ich das Spiel durchspiele und dass das nicht geradlinig dem Storypfad entlang ist. Ja. Ist da, glaube ich, eine Sache, die wenige Leute bei mir wundern sollte. Oh nein! Oh. Ich hatte gerade Angst, einen falschen Schaden zu sterben, um ehrlich zu sein. Oh, ich kann Nias Stimme immer noch nicht. Da ist da einer. Freu. Wir müssen ihm nur eine grüne Pollenkugel geben, damit er uns zu Umon folgt, oder? Gut, dass Wax das macht. Wieso? Nein, das war Fall. Ich muss Nia anders. Ich weiß nicht, wie Nia sprechen soll. Das ist irritierend. Was? Das hatten wir doch gar nicht besprochen. Ich meine, na schön von mir aus. Pass nur auf, dass er dich nicht gleich mit auffrisst. Das war genau das, was ich jetzt hören wollte. Oh, also dann. Nanunu, die Tarnfisch ist einfach so weggeschwommen. Womöglich hat er instinktiv unser Anliegen begriffen und ist zu Umons Werft aufgebrochen. Gut möglich. Die Tarnen sind, wie ich mal ganz bescheiden anerkennen möchte, sehr intelligent gewesen. Könntest das nicht spielen, weil du nur wie Falschkett herumlaufen würdest. Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Und es ist halt, es ist irgendwo auch eine ganz gute Sache. Ganz gute Sache, würde ich behaupten. Dann kann man sich in solchen Riesenspielen wie dem hier oder Elden Ring nicht für 3 Jahre drin verrennen, gefühlt. Das ist definitiv ein Vorteil. Und jedem das seine. Ist ja generell so eine Sache, die ja ein paar Leute gerne mal, also jetzt niemand, der anwesend ist, aber generell Leute mal sich zu Gemüte führen können, dass jedem das seine vielleicht gar kein so schlechter Grundsatz ist. Und dass es halt nicht ein Objektiv aufziehrädchen war. Dass jetzt nicht ein Objektiv bestes oder Objektiv richtiges gibt, wenn es zum Beispiel um sowas wie Unterhaltung geht. Ich meine, wer sich Trash-TV ansehen will, soll sich Trash-TV ansehen. Es ist nicht meins, aber ich werde auch niemanden davon abhalten, das zu schauen. We're here. So? Shall we? Also ist so zum Beispiel eine der Sachen, die ich mir dann gerne mal denke. Welche Hilfskerne haben wir hier überhaupt? Sie hat noch gar keinen Hilfskern. Angriffswut wäre natürlich nicht schlecht für sie. Na egal, mache ich dann einfach mal, wenn ich später die Zeit habe. Und einige von euch werden sich schon denken können, wieso ich mich hier hingeportet habe. Ich habe hier mit einem gewissen Vogel aus dem letzten Stream noch eine Rechnung offen. Er fliegt auch schon da vorne. Ich finde es halt immer noch beeindruckend, wie gut das Spiel hier aussieht, obwohl es nur auf der Switch läuft. Ich weiß, ich sage das in jedem Stream, aber ist er gerade einfach über mich drüber geflogen?
Das war eigentlich nicht der Plan. Er sollte hier hinfliegen und mich sehen. Und dann aggro auf mich werden, weil er mich sieht. Aber folgende Sache. Ich gehe nicht dahin zu ihm. Damit er nicht Level 20 Vogel zur Hilfe rufen kann. Was er nämlich schon getan hat. Was teilweise in unschönen Begegnungen geendet ist. So, komm. Hier siehst du mich aber. Komm. Danke. So, mal sehen, ob der Plan funktioniert hat und ich jetzt weit genug weg bin von ihm. Weit genug weg bin von dem anderen Gegner. Ja. Oh, Heilding. Heilkapseln beim Bossfight sehr wichtig zu sammeln, auf jeden Fall. Ich glaube, darüber müssen wir so eher weniger reden. Pokémon wird ja auch nur noch so werden. Ich werde mir die Nachricht gleich mal in Ruhe noch durchlesen. Ich hoffe natürlich, dass Tower jetzt so weit kommt, dass ich ihn da einen doppelten Steinangriff macht sozusagen. Weil das wäre halt enorm wichtig, dann können wir nämlich mit Elektro abschließen. Oh nice, Tower can do it. Dann können wir nämlich das Blitzbeben hinbekommen. Ah ne, dafür muss ich frontal einfach sein, damit das passt. Obwohl, wisst ihr, was ich einfach machen kann? Ich kann einfach den hier machen. Pokémon wird ja auch nur noch so werden. Man startet von seinem Haus aus, kommt sofort in die eine Stadt, wo die Pokémon-Liga steht. Und das Ziel des Games wird sein, die riesige Landschaft zu erkunden, um Pokémon zu fangen, den um die Liga zu machen. Da ist keine Arena und keine Orden. Das weiß ich nicht. Es ist halt schwierig zu sagen, wo es mit in welche Richtung es mit Pokémon geht. Um ehrlich zu sein. Also zumindest ich sehe da noch keine klare Richtung auf jeden Fall. Dass es ein bisschen mehr in Richtung Open World geht, ist glaube ich eine Sache, die man schon so sehen kann auf jeden Fall. Das wird schon, dass das langfristig angestrebt ist, ist klar, denke ich. Da ist der zweite Vogel. Wenn der zweite Vogel da ist, renne ich weg. Das wird nämlich sonst zu heftig. So, jetzt muss ich erstmal Tower wiederholen. Oh nein. It's not good. Ja, ich bin dein Gegner. Oh nein, das hier läuft gerade ganz und gar nicht gut. Elektro, ich merke jetzt erst, wie. Was für eine schlechte, erste, seltene Klinge Elektro eigentlich ist. Um ehrlich zu sein. Weil, ich muss halt sagen, das Problem damit ist halt genau das, was ich gerade mit einer Tank, damit gesagt habe, eine Tankklinge zu haben und eine Angriffsklinge zu haben. Es harmoniert einfach nicht. Es harmoniert einfach nicht. Glaube ich, eines der Probleme, die ich da sehe. Schau den Trailer zu Pokémon Kamezin und Purpur an.
Kann es so ahnen, leider ist kein Fan von Open World, ja gut. Let's see what I can do with this.